Dark, du alter Hund. Du lebst. Ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, zwei Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Ja. Hier geht's rein. Hier können wir Schabernack treiben. Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Kann ich hier schon springen und töten? Sieht irgendwie nicht so aus. Hier ist ein Keller, oder? Ne, der ist hier gar nicht, genau. Okay. Keller. Ein Stockwerk tiefer ist die richtige Bezeichnung. Da steht er, den muss ich zuerst erwischen. Okay, warte mal, dann kann ich doch vielleicht... So war das nicht geplant. Da hinten steht auch noch einer. Oder ist er draußen? Boah, das ist blöd mit der Optik. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Okay, überlegen, überlegen. Und gib mir eine Axt in die Hand! Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauer. Rabendreck. Du! Leg die Axt beiseite oder stirb durch meine! Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal! Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Genug jetzt! Ich schick dich direkt zu Hel. Bist du nicht. Nie, nie, Wolfsmal. Verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Oh, ausweichen. Was? Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder ein Angriff fehlschlägt. Ist sie ganz verbraucht, kannst du nicht mehr ausweichen oder blocken, bis sie wieder voll aufgefüllt ist. Ausdauer füllt sich wieder auf, wenn du leichte Angriffe landest oder eine gewisse Zeit wartest. So, Digga. Klong.
hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Die ist so stumpf nach 17 Jahren. Verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Oh. Loki und Fenris? Yggdrasil. Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Mein Dank, bekämpft dir gewiss mal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen. Rüstung erhalten. So. Wer atmen kann noch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Soll ich da am Pinkeln? Zweimal sagen. Raus hier, Leute. Guck mal, da geht's. Das ist eine Gelegenheit. Geht's da raus? Nein. Hier geht's raus. Nein. Okay, dann gehen wir durch die Fronttür. Wo auch einige stehen. Sehe ich da gerade? Eivor! Eivor! Kann ich auch noch? Was hast du noch? Achso. Ja, ich komme ja schon. Wollte der mich gerade schubsen? Oh, who's next? Who? Na, hier. Ich wollte Schild ausprobieren. Jetzt. Betäubungsschlag. Wo kommen wir denn da hin? Verflucht sei du! Ja, komm. Wir müssen da hin. Ab aufs Schiff. Da, Bragi, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heim. Götter! Die Wahlstraße. Nicht quengeln, sondern rudern! Segel setzen, plus folgen. Okay. Segel setzen. Oh. Segel! Kirtwis Männer, sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde mit Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst. Ja, dann müssen wir dahin. Überfall. Tada. Oh, auf geht's. Oh, coole Musik, endlich. Oh, das kenne ich. Das kenne ich, was ist das? Stirb du doch. Könnte sein, dass irgendeine Black Metal Band das mal gecovert hat. Ecki, ein A. Supelicious. Da quält sich ja doch einer. Moin, moin. Finde ich geiles Lied.
tatsächlich. Mir kommt das so bekannt vor, also... Oh, Feuer. Ich hab grad schon gesagt, also ich vermute mal, dass das mal gecovert wurde von irgendeiner Black Metal Band. Und man es von daher kennt. Okay, muss ich hier noch irgendwas erledigen? Damit der Stützpunkt als eingenommen gilt, oder was ist hier los? So, Feuer vorbei, kann ich nochmal rein? Wir sind hier fertig, zurück zum Schiff. Ah ja. Das wollte ich ja nur wissen. So. So, wo dürfen wir denn anlegen? Ah ja, hier. Schiff hier anlegen. Bornberg. Moin. Der Nährer der Raben kehrt zurück. Und nicht Randvieh. Mal halb tot. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvieh. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd, ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Die Ähnlichkeit mit der Cassandra von Odyssey. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn deines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kyrtvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie leise, zu Gunnar, ne? Bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte, seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Walker, der Texas Ranger. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen? Hallo, Thekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebäude wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ja, klar, Alter. Ich lehre so viele Hörner wie du. Oh, wie das Wettsaufen zwischen Odin und den Riesen. Muss ich jetzt die Weltmeere trinken? Geiler Sport. So viele Hörner wie ich. Oh. Jetzt habe ich mir ja gerade in den Mund gekotzt. Was? Oh. Wenn die Balance noch halten muss, ist das ein bisschen tricky. Schau!
Oh, 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 falsche Richtung. Ah. Okay, okay. Da funktionieren die Gehirnhälften gerade nicht so. Taktischer Zwischenkotzer. Jawohl, jawohl. Was mit dir? Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Elvis. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was ist das Spiel eigentlich zu leise? Ich kann es hier irgendwie nicht so gut einschätzen. Oh, ein Wortgefecht. Geil. Beleidigungsfechten. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit ist okay, alles klar. Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Den Sieg, was du lehrst, schaffst du hart wie ein Schlag ins Gemächt. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Siehste. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sage ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Okay. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie es dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Knapp daneben. Muss ich da was verstehen dabei? Den Spottstreit lernen musst, aber das wird schon. Oh, mir ist krank. Eieiei, dankeschön. Ganz liebe Grüße zurück und gute Besserung. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen. Mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Die Seherin lebt in den Bergen, nördlich von Vornberg. Der Clan freut sich, Eivor wiederzusehen. Schließe Zuspruch einer Seherin ab. Wie das funktioniert. Ah, gut geparkt. So. Die Seherin, hat die auch keine Augen? Amurand. Schweig. Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Swala. Sie lobpreist und sie ist willkommen. Swallabila. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste. Große Odin, mächtige Freya, ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seda. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was ja, die hat dich Augen. Den weiten Weg hierher zu mir? Aber rote Pupillen. Ich suche deinen Rat in einer persönlichen Sache. Die Schelle, Marie. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr.
Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht, eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein, oder... Sie ist eine Hexe, töte sie. Aber beschreibe sie mir. Verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Aber die haben beide keinen BH an, ne? Ist dir das aufgefallen? Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Odin! Ach, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch ist halt authentisch, du klarer sehen und das Knäuel entwirren, dass die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Hat aber einen Fädenbeigeschmack. Was brauchst du da? Was brauchst du denn da? Ja, er einen spricht selber. Trank, um deinen Hugar zu lösen. Und deine Gedanken zu entwirren. Mein Hugar müsste auch mal wieder gelöst werden. Wach sein und schlafen. Und in die Traumwelt reisen. Genau sowas brauche ich. Es mag dich verwirren oder verstören. Doch du musst dir alles merken, was du siehst. Ah, toll. Sagt sie zu dem mit Depressionen, der sich nichts merken kann. Ah. Wenn du wahrhaftig okay, so viel ist es, pass mit auf. Ayahuasca. So, alles merken, was wir sehen. Wie früher in auf dem ZDF, was war das denn? War das nicht sogar bei Kinderquatsch mit Michael? Ich habe nichts gesehen, Walker. Nichts gefühlt. Du bist noch mittendrin, Digga. Noch nie einen Trip gehabt. Harvey Keitel. Endlich unter den Toten. Sigurd. Bruder, wann bist du gekommen? Ich will meine Niere klauen, genau. Genau, gleich wache ich auf in der Badewanne mit ganz schlechten Narben am Bauch. Was geschieht hier? Was geht? Ich kann übers Wasser gehen. Ich bin der Auserwählte. So. Okay. Warte mal, da waren zwei Maler, oder was sie da machen. Zwei von denen. Weben. Könnte sein, dass das ein Webstuhl war. Was geht? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Oh. Es ist unser Schicksal. Einarmiger Bandit. Sigurd! Lieber Arm dran als Arm ab, ne? Da ist er. Das eiskalte Ärmchen. Sigurd! I don't see good in this weather condition. Passiert? Es war nicht für dich, Harvey. Ups. Kann passieren. Oh. Damn, boy. Fenris Wolf. Geh weg.
Geh zu deinem Papa Loki. Ruhig, Eivor. Ich bin es, Walker. Ich bin hier. Götter, ich dachte ich... Was war das? Erzähl mir alles. Warte mal, wäre es besser, wenn ich... Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel. Einem Wolf hinterher. Das war der Gipfel. Odin und die Nornir waren dort. Der Ruf des Wolfs erklang. Genau. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Du trägst das Mal des Wolfs und bist damit für dein Leben gezeichnet. Hier könnte er deinen Ehrgeiz darstellen. Oder deine Angst. Odin und die Nornir waren dort. Nee, waren sie nicht. Odins Halle? Ja, im Prinzip schon. Das Tor von Odins Halle nach Valhalla war da. Aber keine Halle. Okay. Ich sah die Tore zur Odins Halle der Gefallenen. Sie öffneten sich mir. Die Schatten Valhalls, das zu erreichen, dir bestimmt ist. Okay. Ich sah Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg. Ich glaube, alle drei sind richtig. Deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Werde ich ein Weber? Werde ich Geschäftsführer? Hast du den Gipfel dieses Berges erreicht? Das habe ich, ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Er starrte mich an und attackierte mich. Dann erwachte ich. Meinte dich so. Die Götter begünstigen dich, Eivor. Schon immer. Du wirst deinen Ruhm haben und dir deinen Platz in Valhall verdienen. Doch diese Vorzeichen bergen auch eine dunkle Wahrheit. Der fehlende Arm, die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Das ist die Bedeutung dieser Bilder. Das macht man aber nicht. Ich würde Sigurd niemals verraten. Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, attackiert hat er nicht, falsch. Der Wolf. Hat ihn nur bedroht, ne? Das ist nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Wobei, sein Schicksal. In seinem ersten Traum, da warst du, glaube ich, noch nicht da. Da wurde er attackiert von dem Wolf. Da war er noch ein Kind.